Einen wunderschönen, ja, guten Abend, ja, Hallöchen, willkommen, MAM-Zeit, das vorletzte Rennen steht auf dem Programm und für mich natürlich auch das vorletzte Rennen hier bei der MAM, ja, wisst ja Bescheid, ab Sommer werde ich mich zurückziehen und jetzt ist gerade der Probestart, ihr seht es heute auch, ja, nicht viel da. Ich weiß nicht. Liegt es am Wetter oder woran liegt es? Keine Ahnung. Hallo Leon, grüß dich. Und schön, dass du mal reinguckst. Ich hoffe, du lernst fleißig. So, jetzt also gleich geht's los. Erstmal Probestart hier. Nur die Harten kommen in den Garten, wie immer hier bei der MAM. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Also kein Plan. Ich war, was da, warum, wieso. Aber es ist so, wie es ist. Und ihr wisst ja, der Krabbel, der in einem Ligabetrieb, der macht natürlich auch für weniger. Ist auch völlig egal. Hauptsache, ich habe noch ein bisschen Spaß dabei. Aber für mich natürlich hier heute das vorletzte Rennen in der MAM. Und dann geht der Krabbel so ein bisschen in Vorruhestand, so nach dem Motto, ne? Ab Sommer. Und wenn, kommt er dann vielleicht nochmal für irgendwelche Events. Dann für, ja, letztens hatten wir ja bei der Simracing Liga nochmal vielen Dank dafür. Da gab es ja. Ja, das Nordschleifen-Event hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dafür bin ich immer zu haben, auch wenn ich da nicht mehr offiziell in den Ligabetrieb gehe. Und ihr seht es hier, der Probestart läuft schon mal, ja, ordentlich. Und dann gucken wir mal gleich, wie es im Rennen aussieht. 45 Minuten stehen ja gleich auf dem Programm. Eine kurze Quali vorher. Und dann dürfen sie hier ein bisschen Gas geben, natürlich die Herrschaften, die also den Weg nach Sandford gefunden haben, meine Damen und Herren. Und wen habe ich da? Fifi der Coole. Hallöchen. Warum zeigt er mir das jetzt im Stream-Chat nicht an? Aber herzlich willkommen und danke für den Follow. Und auch wenn wir heute wieder im VIP-Bereich unterwegs sind. Aber wir werden mal gucken, was sie uns zeigen hier. Erik wieder mit dabei. Richard Lindner. Wird auf jeden Fall wieder spannend. Felix Geile-Merk natürlich nicht vergessen. Mika Heinonen am Start, Tobias Bruni, Klingler, Neo, Udo Nickel, René Macht und Pete Money, die sich heute die Kante hier geben. Hallo Helmut, grüß dich. Ja, fast Rentner Helmut. Ich grüße dich auf jeden Fall. Ja, bald gesucht. Wir wollten ja eigentlich mal telefonieren, aber hat sich irgendwie nicht ergeben, wa? Aber ist so, wie es ist, mein Gott. Wir sind nicht mehr die Jüngsten, Helmut. Ja, und es neigt sich, wie gesagt, so langsam dem Ende hier bei der MAM. Vorletztes Rennen. Und dann ist in zwei Wochen für mich hier, also das letzte Rennen am Start für den Stream natürlich. Natürlich nicht für die MAM logischerweise, sondern für den Krabbel hier und seinen PS Broadcasting Kanal. Aus dem Liga-Rennsport ziehe ich mich dann definitiv zurück. Und wenn ich dann mal aufkomme, dann komme ich natürlich richtig, nämlich auf Events. Ja, wir haben ja nicht mal drüber nachgedacht, Mann, Helmut. Wir haben nicht mal drüber nachgedacht, verdammt nochmal, siehst du? Haben wir völlig verdrängt. Ich hoffe, dir geht es soweit gut. Ich hoffe, es läuft bei dir. Und ich hoffe, du hast alles beisammen, was wichtig und richtig ist. Morgen. Warte mal, lass mich überlegen. Morgen. Morgen ist Dienstag. Ja, Nachmittag würde gehen. Musst du mich mal anpinnen oder so. Nachmittag geht. Also so. Hat er frei, der Herr? Hat er frei? Kann er wohl nicht angehen. Mein Gott, da hat er frei, der Helmut. Oh, Mensch, jetzt Kinder. Naja, gut, dann pass auf. Ich schicke dir dann über Discord eine Info, wenn ich fertig bin. Und dann können wir kurz telefonieren. Das ist gar kein Problem. Da sitze ich dann im Auto, habe ein bisschen Zeit und dann können wir telefonieren. Ich melde mich dann auf den Mittag. Verstehst du? So gegen 1, halb 2 oder so. Meld ich mich dann mal. Ja, also gleich geht's los. Ja, also Proberennen ist vorbei. Und dann müssen wir nochmal hier alles resetten. Und dann muss Krabbel wieder alt einstellen, wie immer. Und dann geht es seinen Gang hier. Ne? Also dann kriegen wir das schon in den Griff, würde ich sagen. Und dann lasst uns nochmal die MAM, ja, vorletztes Mal für den Krabbel genießen. Und dann ist in zwei Wochen hier also für den Krabbel, ja, großes Highlight, würde ich gerade nicht sagen, aber halt der letzte Stream für die MAM auf jeden Fall.
Weil ich bin auch schon wieder fleißig langsam am Schrauben in meiner Werkstatt. Da geht es jetzt so langsam richtig los. Ja. Und dein Moped ist schon zerlegt, wird schon so langsam abtransportiert zum Lacker und alles sowas. Also da habe ich viel zu tun noch. Und mal sehen, was noch mein Sohn alles so sich einfällt mit seinem Moped. Gucken wir mal. So, dann warten wir ab, bis der Server wahrscheinlich gleich down ist. Und dann geht das los, dann gehen wir nochmal raus, nochmal rein und dann startet das Ganze. So, jetzt ist der Server weg, deine Damen und Herren. Der Server ist tot, tot und weg. So, dann muss ich hier mal jetzt so langsam hier drauf gehen. Dann gehen wir hier runter. Dann machen wir es so. Dann gehen wir raus hier aus der Server raus. Und dann korten wir ab, bis der nächste Server wieder da ist. So, wir warten ab. Liste aktualisieren. Wird ein Momentchen dauern. Aber gleich werden wir ihn wieder haben. Oh, da kommt er wieder. Der ist aber heute sehr schnelle. Und dann gehen wir da wieder drauf, ne? Und dann macht der Krabbel noch ein paar Einstellungen. Fertig! Und dann jagen wir los hier. Hallo Zeitsager, grüß dich. Dachchen, Mensch, lange nicht mehr gehört. Hallöchen. Ich hoffe, dir geht's gut soweit. So, jetzt muss. Ja, jetzt ist, muss ich da drauf und dann geht's wieder darüber. Okay, dann machen wir hier. Warte mal, lass mich mal schnell gucken. Was ist denn, wenn ich das hier? Ich will einfach mal ausprobieren. So, connected. So, da sind wir wieder drauf. Jetzt muss ich noch ein paar Sachen einstellen für euch. So, das war das. Und dann das hier. Dann muss ich hier noch runtergehen. Nein, das brauche ich eigentlich noch nicht. Brauche ich jetzt noch nicht. Brauche ich noch nicht. Dann müssten wir doch aber gleich soweit sein. So, wenn sie dann drauf sind. Ja, da sind sie alle schon drauf. Und dann heißt es also gleich, Moment mal, ich muss noch mal. So. So. Dann kann es losgehen. Hallo Kylie. Ja, was ist da los da? Das ist mein vorletztes Rennen für euch hier und ja. Was ist da los? Verdammt ich nochmal, bei 200 Discord-Mitgliedern, weil ich letztens erst gesehen habe. Was ist da los? Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. Dachte, ich krieg hier noch was geboten. Naja, heute ist leider aber nicht so viel los, aber schön, dass du da bist. So, meine Damen und Herren, Quali läuft, war, wir müssen mal rüberkicken. Und übrigens nochmal, Jürgen, es war ein geiles NLS-Event. Hat mir gefallen. Also wenn das mal als Event kommt bei dir und ab Sommer bin ich ja wie gesagt so erstmal nicht mehr verfügbar, aber wenn Nordschleife kommt, kannst du mir gerne anschauen und kannst du mir gerne anhauen, ja? Ist ja kein Problem. Ja, nur eine Fiesta, genau. Ah, Tobias, hallöchen. So, ich muss mal rüber, weil heute bin ich so Chat-Gucker. Wollen wir ja gar nicht. Ich mache mal die Mucke aus, meine Damen und Herren. Und ja, dann würde ich sagen, Licht nach dem Schnacken, Kopf in den Nacken und lasst uns mal rüber auf die Strecke zappen. Sandford steht an, Quali läuft, 18 Minuten Zeit jetzt. Bei neuen Fahrzeugen wird das relativ zügig, ja, hier die Plätze ja, hier gegeben sein. Ach so, wir überlegen. Zwischensaison. Okay, schade. Aber Ligabetrieb. Nee. Nee, nicht mehr. Ich muss jetzt erstmal. Ich will meine Werkstatt schrauben, habe ich ja gerade schon gesagt. Ich habe jetzt erstmal andere Prioritäten und da gucken wir mal. Aber jetzt geh ich rüber. Jetzt bin ich für euch da. Jetzt gehen wir rüber. Für alle erstmal hier ordentlich ein Ballern und das heißt also, wir gucken mal auf die Strecke hier. Wer ist denn überhaupt draußen? Erik natürlich, wer soll es denn sonst sein? Erik ist da, Erik ist Mitte und der kommt da. Erstmal keine Wind, genau, alles klar. Nee, ist ja auch okay. Ich weiß, du hast ja da auch so ein bisschen deine Problemchen gerade oder hattest du und deswegen immer ruhig, immer ruhig. So, also. Vorletztes Rennen für den Krabbel bei der MM bedeutet heute nochmal und dann nochmal in 14 Tagen, denke ich. Oder war da wieder nicht? Ja, also Montag geht immer.
Der Herrentag ist ja auch noch da und so Himmelfahrt und ah ja, kriegen wir schon hin. Und wie gesagt, diese Woche leider nicht. Sim Racing Liga, da ja Feiertag, Tag der Arbeit, buckelt ordentlich zu Hause. Aber jetzt so heute am Montag natürlich nochmal eine kurze Season hier bei der MRM. VIP Racing hier mit der Elite und der MRM. Und das heißt also, jetzt kann also hier der eine oder andere gucken. Übrigens der Erik natürlich selber live. Ja, da kann man auch mal hinseppen aus der Fahrerperspektive, kann der Junge hier also begleitet werden und wird sicherlich wieder verdammt schnell. Aber es gibt noch so ein, na, vielleicht gibt es ja doch noch eine Überraschung, gab es ja letztens auch schon mal. So, wer ist noch nicht draußen? Das ist Felix Kali Merck, Danny Straube und Tobias Bruni Klingler, die waren ja auch gerade im Chat. Pete Money ist draußen, Aston Martin Pilot. Mika Ainonen übernimmt erstmal hier im ersten Umlauf hier die gezeitete Runde von 1:36.877 und bedeutet für ihn jetzt erstmal kurz mal da vorne schnuppern. Wenn es dabei bleibt, glaube ich zwar nicht, aber er ist erstmal hier im Moment die Pole gefahren. So, Felix Kalimerk steht, Pete Money ist draußen, spuckt ein bisschen mit seinem Aston Martin. Jetzt aber natürlich der Erik übernimmt. Er übernimmt, nicht übergeben, übernehmen. So, das heißt also, ihr seht es, eine 35.782, seine erste Rundenzeit hier auf Sandford. Und jetzt heißt es für die 387, also ja, schneller nach vorne, so würde ich sagen. Oh Mann, kriegt er auf die Fresse. Pete Money, mal sehen, wann er kommt. Danny Straube steht noch. Entschuldigung, kleiner Bäuerchen-Anfall. Renny macht. Ich werde echt alt mit das, ey. Oh. Renny macht, sagt die Macht dann im Rennen auf jeden Fall. Werden wir mal gucken, was Renny macht, macht. Hört sich gut über das Wortspiel hier. Richard Lindner, da ist er. Godzilla GTR, hier die 34. Also weiterhin am Angasen. Und jetzt heißt es natürlich erstmal gucken, wer so guckt. Renny macht, hat die Macht für sich angesagt. Eine 1,37 glatt, meine Damen und Herren. Muss man auch erstmal hinkriegen. Guckt euch das an. 1,37, 0, 0, 0. Jawohl. Aber er hat die Lizenz zum Töten halt nicht, weil da fehlt hinten die 7. Nicht deshalb geht das nicht. Und eine 0, 0, 0 gibt es nicht. So. Ah, das war das Wort zum Montag. Und Richard Lindner, waren wir ja gerade drauf gewesen, ist hier also auch schon dabei, so ein bisschen anzugasen und zu gucken, wer so um die Ecke guckt. Aber kommt da vielleicht ein Pete Money da so gleich um die Ecke? Wir werden es dann gleich wissen, wenn er seine erste Rundenzeit gesetzt hat hier auf Sandford. Und wir werden dann mal gucken, was der Aston Martin Pilot hier ja so noch bringt heute. Der Pete, der ist ja auch recht schnell geworden. Erik hat natürlich gleich nochmal gezaubert und nimmt eine 35.1 jetzt. Also nochmal schnellste Runde hier für ihn jetzt im Moment für Erik im AMG. Aber jetzt haben wir hier Pete Money eingeblendet und das ist natürlich die Frage der Fragen. Wo geht es für ihn hin? On Board natürlich schöne Sache, wenn wir mitfahren im Aston Martin. Aber die Frage ist, aber jetzt müssen wir was gucken. Habe ich hier, habe extra mal irgendwie was ein bisschen rumgespielt, aber gespielt heißt nur gespielt, nicht? So sieht's aus. So, ja, Dash natürlich möglich hier für den Pete Money Piloten. Wir fahren mal kurz ein bisschen mit hier auf Sandford. Beschlagt mich nicht. Ja, hier bei den Niederlanden hier, wenn ich hier die Namen von Kurve 2, 3 und so sehe, dann krieg ich einen Zungenbrecher. Ja. Jetzt kann ich immer das so ausdrücken hier auf Niederländisch. Gerlach Bocht, Tarzan Bocht oder sowas. Ja, ich weiß gar nicht, wie man das. Hans Ernst Bocht. Ja, Bocht, Bocht. Wir bochten überall. Master Bocht. Ich kenne nur eine Masterbox hier, wenn man, ja, so wie ich ja so ein bisschen Bock und Hobby habe, hier Spiele sammeln und sowas. Eine Masterbox, wo also dann, wenn man Glück hat, sich mal eins rauspicken kann, was man dann zum Graden einschicken kann und dann ein gutes Grade kriegt, weil es dann direkt vom Werk verpackt ist. Aber eine Masterbox zu bekommen, ist nicht einfach. Aber das sind wir jetzt nicht. Wir wollen natürlich hier jetzt das Ganze gucken, wie die Fahrer sich hier bewegen. Genau, Jürgen. Aber nee, Leute, lass mal. Bier bin ich momentan abstinent. Gestern war wieder ein Kumpel da, gestern Abend, und das war nicht gut. Das war wirklich nicht gut. Wir haben in der Werkstatt gehockt und
Ja, ihr wisst ja, wie sowas enden kann, wenn der Kasten Bier daneben steht. Oh Gott! War auf jeden Fall sehr, sehr süffig. Ich hab's heute Morgen gemerkt. So, kriegen wir jetzt noch was hier. Pete Money, jetzt geht er erstmal auf die 3, meine Damen und Herren. Dritte Position, 36-3, 8-0 hier. Und Richard Lindner auf der 2 mit einer 36-1-6-2. Also, der GTR ist auch schnell hier unterwegs auf Sandford. Kommt von Pete Money noch was nach? Im Moment sieht es nicht danach aus. Erik, ja, ich gucke es hier an. Fabelzeit schon wieder immer noch die 35-1. Und das heißt also, deine schnellste Rennrunde 1:35:1. Die letzte war eine 42. Da hat er ein bisschen vom Gas, ist er da ein bisschen runtergerubbelt. So, was macht der nächste Lexus-Pilot? Die 76, Mika Heinonen. 11 Minuten Qualizeit sind ja noch auf der Uhr hier, meine Damen und Herren. Ah, hier in diesem schönen, ich muss mal sagen, ist das Leoparden-Look, würde ich jetzt mal behaupten, wa? Ja, glaube ja, wa? War das Leopard gar nicht so aus? Weißer Schneeleopard oder so? Ich weiß es nicht. Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Technik fragt, aber das, ja. Ja, war, aber es gab so ein, ich glaube, es war ein, oder war ein Jaguar? Ich weiß es nicht mehr. Wie, welche Hauptkatze mit diesem Kleid ausgestattet wurde. So. Wobei die war sonst immer gelblich, aber also, aber ich weiß nicht, ob es davon noch so eine gibt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. So, ja, aber ihr seht, Mika Heinonen im Moment die fünfte Position, 36-6-6-7. Jawohl, also auch er könnte hier, also nachher, wenn es so bleibt, ab Platz 3 mitmischen. Und bis von Platz 3 bis 6 sind sie alle erstmal so in gleicher Position. Ist er da ein bisschen angeeckt gerade hier, der René? Das sah gerade ein bisschen gelbphasig aus. Aber jetzt kommt Tobias Brunn-Klinger, der hier versucht, erstmal sich da vorne mit reinzumischen. Schafft er es? Werden wir sehen. Nämlich, wenn er hier über Start und Ziel kommt. Und jetzt warten wir natürlich ab. 36.697 wird mir zwar angezeigt, im Moment also P7, aber wirklich gelistete Zeit hat er nicht. Ich guck mal, was hier noch so geht. Gelbe Flagge für die 75. Das war jetzt Tobias Brunn-Klinger. Der hat eine gelbe Flagge gesehen. Was war denn da? Aber stimmt ja, René macht doch das Problem. Mika Heinonen. Jetzt hat sich Felix Kalimerk im Bentley in der Schrankwand erstmal hier auf die 3 geschoben. 36.367. Also die beiden trennt da nur in Mühe. Guckt mal hier. Ja, so sieht's aus mit dem Felix Kalimerk. Aber und Pete Money, noch ist Felix Kalimerk auf der dritten Position. Ja, und bis P7 von P3 angefangen, fahren 36er Zeiten. 1 und 2 können 35er fahren. Richard Lindner aber doch ein wenig entfernt von Erik. Nämlich, ihr seht es hier, da, nee, seht ihr gar nicht jetzt, muss ich es euch sagen. 35.907 für Richard Lindner und 1:35.137 seht ihr ja eingeblendet von Erik. Also da fehlt noch ein Momentchen. So, also wir warten ab, wer da noch um die Ecke kommt. Danny Straube auch unterwegs, die 10 pilotiert er hier in seinem AMG. Also mal sehen, was der Danny Straube gleich hier eventuell noch für eine Zeit zaubern kann. Udo Nickel steht in der Box und guckt sich das Ganze von außen an. Also jetzt die 10, der AMG-Pilot, ja, mit dabei. Oh, hier schön der leichte Sandfilm auf die Strecke. Oh, da hat sie noch gleich ein bisschen das Heck verschlagen. Genau, Jürgen. Wahrscheinlich war es auch ein Gepard. Genau. Ich habe keinen Plan. Ich weiß, es gibt so eine Raubkatze, aber frag mich jetzt nicht nach dem Namen. Aber du wirst es rausfinden, Jürgen. So. Ja, Jürgen, wenn du schon mal da bist, noch die kurze Frage, hat sich derjenige Streamer gemeldet bei euch? Ich hatte da nämlich die Kontaktdaten weitergegeben, der da anscheinend eventuell Lust hat, euch da ab der nächsten Season zu begleiten. Kannst mir ja mal eine Info zukommen lassen, ob sich da schon was ergeben hat oder so oder gar nichts ergeben hat.
Kannst du mir ja mal Bescheid sagen? So, ja, Danny Straube. Was macht er? Eine 48er Zeit jetzt geballert, auf P8 liegend. Ah, noch haben wir 7 Minuten hier. Ja, das kann man erlauben. Danke dir, Jürgen. Dankeschön. Der Name, das ist schon, ich kommentiere es mal nicht, aber es heißt ja so, ist okay. Ach so, das wäre natürlich, Jürgen, für euch das Beste. Na klar, das wusste ich nicht, wenn er zurückkommt, ist doch wunderbar. Dann habt ihr ja auf jeden Fall da richtig Bombe. Das ist doch gut. Da freut sich dann natürlich die Sim Racing Liga. Aber zumindest ist erstmal ein Backup eventuell verfügbar. Und es geht, sage ich mal, für euch, für die Sim Racing Liga in der Qualität, die ihr euch wünscht, dann sicherlich weiter. Aber wie gesagt, gibt auch den Jungen eine Chance. Ne? Die haben es auch mal verdient. Und wenn manche Rennen vielleicht bei euch auch länger werden, dann könnte man ja auch mal da aufs Backup zurückgreifen. Wie gesagt, ist ja jetzt auch nicht so, wie ich gesehen habe, kein Frischling mehr in der Szene. Ne? So, wir haben im Moment hier vorne alles safe, außer Richard Lindner. Der hat es nämlich jetzt auf die 3 nur geschafft, weil Felix Kalli mehr gesagt hat, der Bentley-Pilot. Ich mache die Schrankwand vorne auf und mache die Kühlerschalousie richtig auf und sauge an, was geht. Die Temperatur, seht ihr ja, 18 Grad optimal und Strecke 22 Grad. Also da geht schon was. Ja, das weiß ich, das weiß ich. Das ist doch okay. Warte mal, ich muss mal niesen. Ah, jetzt bin ich wieder da. Ich musste mal kurz Hachi machen. Und jetzt bin ich wieder da. Die 392, der Felix Kylie Merck. Also jetzt auf der zweiten Position zu Hause. Wir haben noch 5 Minuten Qualifier übrig, bevor es dann gleich in die Startaufstellung geht. Und dann heißt es also ballern. Und auf jeden Fall schön, wenn er wiederkommt. Ich meine, er hat ja da sicherlich auch andere Verpflichtungen, aber vielleicht geht es ja da auch zurück. Also, wir hatten uns ja unterhalten, Jürgen. Bei mir ist momentan, ihr wisst, das muss ich nicht wieder wiederholen. Ich muss Abstand gewinnen und erstmal ruhig bleiben. Und Prioritäten ändern sich halt, ne? Ist halt so, ne? Lang genug gemacht. Okay, jetzt aber weiter im Text. Was macht Tobias Bruni Klinger hier auf der 6. Position? Die 75. Der Ferrari-Pilot 36,515. Also konnte sich da jetzt auf jeden Fall persönlich verbessern. Ja, also alles gut. Wir haben genug Zeit. Nein, du hast ja recht. So, ich muss mich wieder konzentrieren, weil das ist ja das, was wir haben wollen. Nämlich kein Schnatterhans vom Stream, sondern hier. Geh auf die Strecke, kicke, was die da machen. René macht. 44er AMG-Pilot, 1:36.547, seine jetzt letzte, nicht letzte, sondern schnellste Runde. 1:36.547, doch die letzte Runde war es. Und Danny Straube dahinter auf der 8. Position, 37.040, ebenfalls im letzten Umlauf hier gefahren. Und das heißt also, im Moment der Erik wieder, wie soll man es ausdrücken? Die 387 hier, der AMG, im Moment natürlich auf der ersten Position und aufgrund des Fahrerfeldes behaupte ich jetzt mal, wird er da wahrscheinlich auch dann ins Rennen gehen auf dieser Position. Und ist wieder wie so ein Hase am Galoppieren und am Rumrocken, nämlich hier Flucht nach vorne sozusagen. Und da, das, guck mal, ich habe ihn im Bild und was passiert? Da sagt er sich, ah, der Krabbel kriegt nochmal einen drauf, 35.092, wir machen es fertig. Ob noch die, ja, 35 fällt, ist fraglich. Da werden wir doch mal sehen, bei 2 Minuten 47 hätte noch rein theoretisch die Möglichkeit, noch einen zu fahren. Aber ob es dann vielleicht noch eine 34er hoch wird, mal gucken. Aber im Moment erstmal hier unantastbar auf der 1. Felix Kalli Merck versucht hier natürlich die 35,6 oder 35,777
die ja im letzten Umlauf gefahren ist, da vielleicht nochmal was rauszukitzeln. War ja schon mal ein Müh schneller mit 1,35,647. Und somit könnte er vielleicht dann nochmal eventuell noch ein bisschen abknabbern da vorne. Aber ob er es dann auf die gesamte Renndistanz von 45 Minuten bringt, oh, ja, wird schwierig sein. Und deshalb aufpassen. Da könnte dann doch das ein oder andere ja dann passieren oder nicht passieren, ist die Frage. Aber wir werden es erstmal gleich wissen, wenn wir dann in die Startaufstellung gehen. Und wenn es dann also heißt, erstmal hier angasen, ballern, 45 Minuten im vorletzten Rennen in dieser Season bei der MRM und Krabbel sein vorletztes Rennen hier als Stream-Übertrager oder Podcaster hier also für die MRM tätig. So, Erik weiter auf der 1, Felix auf der 2, Pete Money hat es hier geschafft, nämlich Richard Lindner. Ja, vom dritten Platz zu hebeln, nämlich hier mit der 35.852 und Richard Lindner eine 35.907. Also jetzt hier der Aston Martin Pilot geht erstmal steil auf der dritten Position und darf vielleicht, eventuell, kann möglich sein, von der dritten Position ins Rennen gehen. Und der Probestart war ja nicht so schön, was wir gesehen haben. Ich hoffe, es läuft jetzt besser. Hier auf Sandford aber die 27 erstmal hier drauf. René Macht unter Gelb. Da hat er sich so ein bisschen gerade mal vertan hier. René Macht die 44, verbremst sich, muss hier erstmal in die Dünen von Sandford. Also hier auf die Auslaufzone ausweichen. Und dann geht es also für ihn jetzt nochmal weiter. Da wird sicherlich noch keine Zeit mehr großartig kommen jetzt. 34 Sekunden offizielle. Ja, Quali-Zeit. Wir sind also gleich offiziell hier am Ende mit der Quali. Und dann geht es natürlich so langsam ins Renngeschehen über. Und dann gehen wir nochmal die Startaufstellung schnell durch. Und dann wissen wir, wer also von wo startet. Und dann 45 Minuten. Ja, wird es dann also heißen, hier auf Sandford das Beste geben im VIP Racing bei den Monday Racing Masters, sozusagen. Richard Lindner, was ist da? Er fährt nur rein, der GTR-Pilot. Das ging aber jetzt, da hat er sich doch ein bisschen noch zurückgesetzt. So, abgewunken, Tobias Boni Klingler noch draußen. Und Mika Heinonen auch noch unterwegs. Da gibt es noch den einen oder anderen. Pete Money auch noch unterwegs. Kann da eventuell noch was gehen? Maximale Wartezeit 9 Minuten. Was, was geht denn hier ab? Hast du da was vergessen? Keine, was sagt denn? Was ist hier los? Oh, um Gottes Willen. Keks, was war das? Da zeigt er mir das Stream hier ja nicht an. Wer hat gefollowt? Keks? Keks-Cocky. Was? Kann ich Mod bitte? Hä? Was ist das? Ja, Kylie, ich hab's gerade, ups, ja, ich hab's gerade gehört. Und das ist ja schon ein bisschen komisch hier. Und jetzt geht's also gleich natürlich, wenn sie dann fertig sind, hoffe ich dann. Ja, also wir können noch ein bisschen, ja, ja, ich hab's schon gemerkt, jetzt aber. Jetzt haben wir's, jetzt heißt es also gleich in die Startaufstellung gehen. Und dann geht das los. Ist Helmut noch da? Helmut, gucke mal. Geh mal auf gucken, was das ist da. So, jetzt aber. Na, hallo meine Damen und Herren, wir wollen anfangen. Die Zeit ist schnell. Ja, kümmere dich bitte mal drum, Helmut. Guck da mal nach. Wäre nett von dir. Dankeschön. Du seist gedrückt. So, jetzt warten wir natürlich ab hier. Geht's jetzt los hier? Oder wollen wir hier Tobias Boni Klingler weiter begleiten? So, aber jetzt aber schnell. Jetzt aber schnell umschalten. So, pop. Und ich würde sagen, nicht nach dem Schnacken, Kopf in den Nacken. Jetzt muss ich nochmal da machen. Ey, das ist mir immer, Alter.
So, dann gehen wir da rein. Oh Gott. Helmut. Helmut. Hilfe. Gottes Willen. So, ich stelle noch was ein, dann gehen wir in die Startaufstellung. Und dann nehmen wir dann natürlich die Startaufstellung. Obwohl die ganz schön schnell jetzt eingestellt ist. Jetzt muss ich mich richtig beeilen hier. Ich bin doch nicht mehr der Jüngste hier, verdammt nochmal. So, das muss da rein. Dann geht es da rein. So, jetzt haben wir es erstmal fertig. Jetzt gehen wir noch in die Startaufstellung, meine Damen und Herren. Und dann geht das auch gleich los hier. So, da noch drauf. Da geht's rein. Dann machen wir so. Dann machen wir das so. Und dann hole ich mir die Startaufstellung rein. Und ab geht die Luzi. Jetzt sind wir in der Startaufstellung drin. Das heißt, los geht's. Nämlich, wir fangen an. Ich hoffe, wir fangen an. Warum macht er das jetzt nicht? Das finde ich jetzt sehr kurios. Sehr kurios, meine Damen und Herren. Also die Technik will das auch nicht so. Wieso zeigt er mir das jetzt nicht an? Verdammt nochmal. Warte mal. So, wir machen mal so. Macht er dann Sonnen? Nee, zeigt er mir nicht an. Genau. So, geht nicht so, wie ich das will, aber kein Problem. Wir machen es halt dann wieder auf die altmodische Art und Weise. Wir springen in die TV-Kameras jetzt, machen das Ganze dann so und gehen also einfach mal die Startaufstellung anders durch. Kriegen wir auch hin. Sollte nicht das Problem sein. Wir gehen hier drauf und machen das Ganze so. Und jetzt haben wir es aber eingeblendet. Erik, jetzt auf der ersten Position geht er also wie immer meistens ins Rennen, nämlich hier von der 1, Felix kann ich merken. Ja, im Bentley auf der 2. Ja, wach weg, blockieren, weg damit. So, Pete Money auf der 3 und dann geht's auf die 4 mit Richard Lindner auf der fünften Position. René macht Position 6, Tobias Brunni Klingler. Mika Heinonen geht auf die sechste Position. Auf der siebten bin ich ja schon. Was war die? Sag mal, siebte, sechste? Habe ich einen vergessen. Tobias Brunni Klingler auf der 6. Ja, da geht's schon los. Mika Heinonen auf der 7. Danny Straube auf der achten Position. Udo Nickel Position 9, meine Damen und Herren. Wir schicken für alle noch den Heldengruß raus. So, meine Damen und Herren, pünktlich zur Einführungsrunde geht es los. Jetzt heißt es also für die neuen Boliden, für die neuen GT3-Fahrzeuge hier erstmal ordentlich was zeigen. Ja, Helmut, nochmal vielen Dank und dass du da auch jetzt gleich reagiert hast, war schon komisch. Aber solche sollte das geben. Ah ja, ist halt so. Hey, Udo, Hallöchen, grüß dich beim VIP-Shopping. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast deinen Fahrer im Griff. Beim DB3 Motorsport alles gut und schön, dass du mal reinguckst. Und grüß mir natürlich deine Fahrer. Nett Grüße von mir. Ja, wenn ihr euch, ich habe gehört, ihr wollt euch morgen treffen, dann lass mal einen Gruß da. So, Erik wird der Gejagte sein. Mal sehen, wie lange. Das heißt, Felix kann nicht mehr, könnte eventuell, aber ich glaube nicht, dass er da die Zeit packen kann von Erik, die dort schon gefahren wurde. Und im Rennen wissen wir, dass der Erik doch sehr, sehr extrem, ja, ohne Fehler fahren kann. Pete Money auf der 3, der hier den Aston Martin pilotiert. Richard Lindner auf Position 4. Der GTR sehr, sehr schnell gewesen in der Quali. Das könnte dann eventuell da noch, ja, das ein oder andere, ja, Plätzchen geben oder nicht, wa? Wir wissen ja, ab P3 bis P7 fahren sie alle wirklich in einer Sekunde. Das heißt also, das könnte dann noch spannend werden. Die 34. Mal sehen, was der Godzilla so macht dann eventuell. René macht auf der fünften Position. 44 kann eventuell hier das ein oder andere rausholen. Tobias Brunni Klingler
Der Ferrari-Pilot, auch er ist in der Lage, da noch das ein oder andere gut zu machen. Oder, wir haben gesehen, Mika Heinonen auch sehr schnell unterwegs. Danny Straube hat da auch ordentlich eventuell da hinten was mitzureden, auf jeden Fall. Die 35 hier, Udo Nickel, müssen wir gucken. Ja, alles gut. Alles gut. Mann, ey. Meine Audi-Fahrer mal gewesen. Ja, jetzt sind es ja nicht mehr meine. Entschuldigung. So, Doppelfall gilt. Erik darf starten. Darf die Jungs hier gleich ums Eck fahren. Und das heißt also 45 Minuten. Super, super Sprintrennen. Hier bei der MRM. Vorletztes Rennen. Hier in der Season bei der MRM. Vorletztes Rennen. Für den Hausstreamer hier den Krabbel und dann verabschiedet er sich erstmal. Das heißt also, dann geht's los. Udo, bist du Steckerlaune, wa? Du bist der Steckerlaune, Vorsicht. So, Erik kann jetzt gleich loslegen. Was macht Felix? Kai, die merkt da. Kann er da einen guten Start erwischen? Und jetzt ist das Rennen offiziell eröffnet, meine Damen und Herren. Und jetzt muss natürlich geguckt werden. Erik jetzt ein bisschen zurück. Felix, keine Merk, war gerade vorne. Jetzt sind sie gleich auf hier. Aber die 392 aus. So kann der AMG. Aber der GTR sagt sich hier, guckt euch das an. Richard Lindner will da mitmischen. Innenbahn hier für den GTR. Sieht sauber aus. Wunderbar bisher hier die Startphase. Und jetzt geht's los. Genau, Helmut. So. Aber Udo fährt doch nicht Porsche, der fährt BMW. So, jetzt aber, jetzt weiter hier. Der Bentley von Felix Kalimerk unter Druck mit Richard Lindner. Hier drin, oder hier Tobias Molikina ein bisschen ab. Hier 0,3 Sekunden dahinter Mika Heinonen. Aber auch Udo Nickel jetzt hier am Angas. Aber hier vorne ist natürlich Bewegung drin. Die 34 jetzt also doch erstmal auf der 3, aber Pete Money kriegt hier Druck von Tobias Moni Klinger. Der hängt hier hinten dran. Ah, das könnte also noch interessant werden. Ja, Mika Heinonen ist da auch noch nicht so weit weg. Aber jetzt geht es natürlich hier um Tobias Moni Klinger, Pete Money. Ah, Helmut, genau so liebe ich ihn. So, aber jetzt hier immer noch am Angaben, Tobias Moni Klinger. Schöne Optik hier auf Sandford. Aber jetzt können sie sich gerade so ein bisschen erstmal sondieren hier. Vorne werden die Abstände größer. Da natürlich die erste Runde, Erik der Schnellste. Aber hier im Mittelfeld ist natürlich hier einiges möglich. Ein Verbremser, die 75 bremst sich da wieder ran. Aber jetzt sehen die Ecken erstmal etwas mehr aus. Hier hinten Danny Straube, Udo Nickel, müssen wir gucken. Ah, der Udo ist auch schlagfertig, Helmut. Da musste man alle draus packen. So. Also. Die 75 immer noch in Lauerstellung hier. Aber jetzt zieht sie das Feld erstmal etwas auseinander hier. Kommt nicht leicht weg hier. Der Ferrari scheint hier auch gut zu laufen. Ah, sieht gut aus. Ah, vorne mit Felix. Kai Merkel und Erik, da ist schon 2 Sekunden Abstand. Ah, die Jungs, die fahren aber hier wie an der Perlenkette schön. Und da sind schon wieder 5 Minuten rum. Udo Nickel dran jetzt hier über den Windschatten an Danny Straube. Aber die 35 reicht es noch nicht ganz, da noch ein bisschen dichter ranzufahren. Ja, wie ihr sehen könnt, liegen die alle relativ eng beieinander. Ab P2 immer so 1 Sekunde, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Felix Kalimerk konzentriert sich, dass er ja den Platz nicht wieder los wird. Ja, Richard Lindner
der GTR-Pilot. Die 34. Ah, wurbelt schön. Gehen wir noch mal hinten rauf. Ah, ich denke immer an der Popcorn-Maschine. Herrlich, schöner Sound. Ja, jetzt haben sie sich erstmal etwas. Oh, da hinten war was mit Mika Heinone. Der kam hier weit raus und dann knallt er auch noch rein. Das gucken wir uns nochmal in der Replay an. Da hat er es ein bisschen übertrieben hier. Kommt hier weit raus. Kann noch irgendwie auf die Strecke zurück, aber fängt dann den Lexus nicht. Und somit schlägt er hier ein und hat den Schaden natürlich jetzt am Fahrzeug. Und somit findet der Mika sich natürlich jetzt ganz hinten wieder. Schade. Ja, ein bisschen über Pace. Da kam halt dann das Heck. Leider Gottes. Pete Money. Alle im gesitteten Abstand jetzt hier unterwegs. Ja, Richard Linder 1,5 Sekunden auf Felix Kailiemerk. Ja, also da kann der Felix mit dem Bentley doch einiges am Boden mittlerweile gut machen. Natürlich wird die 34 da eventuell sich erstmal eher nach hinten orientieren. Aber der Pete Money hat natürlich hier den Platz verloren, wie ich das gerade sehe. Da ist nämlich dann ein Richard Lindner vorbeigegangen an Pete Money. Somit ist er jetzt auf der 4 mit seinem Aston Martin. Und da kann er dann doch weit wegziehen. Also der GTR scheint dann auch das dritte Fahrzeug hier auf Sandford zu sein, was hier also sehr, sehr gut zurechtkommt mit den Bedingungen hier. Natürlich auch Sandford. Ah, der Aston Martin kann da, glaube ich, die Pace nicht ganz mitgeben. Wir warten mal auf die Zeit. Wir warten mal ab, was er vielleicht gleich kommt, wenn sie dann einmal komplett durchkommen. Weil der Tobias hier im Moment 36,617. 36,0 für Pete Money. 36,4 für Richard Lindner. Also im Moment ist aber Pete Money der schnellste hier von den dreien, die wir hier gerade eingeblendet sehen. Und vorne P1 und 2 fahren 35er Zeiten, wobei der Erik jetzt wieder mittlerweile fast wieder auf den Kurs ist, seine Bestzeit gefahren hier. Jetzt wird er immer schneller, 1,35,4 und Felix Kailiemerk auf der 2 liegend fährt eine 35,7 im Moment hier, oder schnellste Rennrunde war eine 6 dahinter noch. Also interessant hier. Rainer 92. Ah, der Bentley. Aber sonst sieht es eigentlich sehr, sehr ruhig und entspannt aus. Hier auf Sandford. Ah, hier sehen wir sie noch mal ein bisschen im Bilde hier. Schöne Strecke. Aber an manchen Stellen natürlich sehr tricky. Aber sieht gut aus. Ah, fahren wir mal kurz hier im Aston Martin mit. Reißt aber hier den Aston Martin rum. So, aber zeitentechnisch haben sie sich jetzt erstmal eingepegelt. Ja, außer Erik, der ist schon wieder gestochen und rast hier. Ja, immer Bestzeit. Schnellste Rennrunde, schnellste Rennrunde, schnellste Rennrunde. Jetzt haben wir eine 35,3 vom AMG-Piloten. Das heißt also, er wird hier irgendwie immer besser auf der Strecke. Aber so ist er nun mal, der Erik. Ja, und der Bentley von Felix Kailiemerk kann da zwar ein bisschen rankommen. 35,5 jetzt gerade im letzten Umlauf für ihn hier, für den Bentley. Also da läuft es auch erstmal immer schneller. Und Richard Lindner fährt eine 35,56
7, also eng an Felix Kailly-Merck dran, aber noch nicht so weit, dass er da Boden gut machen kann gerade. Ja, da ist er dann doch noch etwas langsamer, aber das kann sich natürlich im Laufe der nächsten 35 Minuten hier noch ändern. Bei 35 Minuten müssen jetzt erstmal nochmal rumgefahren werden hier. Die Zeit ist ja noch ein bisschen auf der Uhr. Und dann sehen wir weiter, was da eventuell noch machbar ist. So, Tobias Bruni-Klinger, der Ferrari-Pilot, im Moment nicht in der Lage, da zu folgen. Der letzte Umlauf war eine 37,1. Die letzte Rennrunde von Tobias hier eine 36,2. Und das heißt also, so ganz wird der Ferrari nicht. Ja, also so richtig möchte er nicht in der Puschen kommen. Danny Straube auf der 6 fliegend. Im letzten Umlauf eine 37,4 und die schnellste war eine 37,1. Ja, und Uwe Nickel jetzt auf der 7. Jetzt kommt aber Mika Heinonen wieder so langsam wieder in Fahrt mit seinem Lexus. Ja, ich denke mal, der Uwe Nickel kann da erstmal nichts gegensetzen, weil ich sehe hier momentan war Uwe Nickel mit einer 38,4 unterwegs vor ihm. Und 37,8 fährt der Mika Heinonen. Aber er hat natürlich nun einen kleinen Schaden schon vorne. Da wird nicht mehr alles gerade sein. Und dann wird es natürlich auch für einen Mika Heinonen schwieriger, da wirklich noch Druck auszuüben. Ja, im Moment sieht es natürlich hier in den schnellen Passagen so aus, dass da der Uwe Nickel hier, der ja auch den Lexus bewegt, hier da weiter wieder ein bisschen wegkommt. Im Innenteil scheint der Mika Heinonen gut ranzukommen, aber wenn es dann also heißt Gas geben, ist natürlich der Uwe Nickel hier aufgrund, dass er noch keinen Schaden hat, zumindest habe ich nicht gesehen, er ist ein bisschen Quersteher hier auf der Hinterachse. Das kann natürlich der Mika Heinonen in die Karte spielen. Müssen wir mal abwarten, wenn er jetzt wieder Kette macht, ob er da wieder wegkommt, wenn der Uwe Nickel. Mal abwarten hier, wir warten mal gezielt ab, ob da der Mika Heinonen mit seinem Lexus da noch mithalten kann. Im Moment sieht es danach aus, dass er da im Beschleunigen dann nicht den Uwe Nickel mithalten kann. Hey, da zieht er weg. Ja, da merkt man dann doch schon den Schaden bei Mika Heinonen. Er kann dann nur im Infield über die Kurven kommen. Alter, Alter, Alter. Uiuiui, Entschuldigung für den Ausdruck. Dann gehen wir nochmal in den Replay. Da hat er Overpower. Da hat er es dann zu viel gewollt. Da muss er dann ausweichen hier die Ausgleichszone. Und sonst geht es aber doch ganz gut. Die beiden Lexus-Piloten. So, wir gucken mal auf Felix Kailly-Merck, der nämlich hier den Platz an Richard Lindner abgeben muss. Da waren wir hier gerade in dem Duell und da ist es passiert. Schade, da muss wohl Felix Kailly-Merck ein Problem gehabt haben und weiß ich natürlich nicht. Kriegen wir da noch was? Ich gucke mal. Ist er da schon vorbei? Der Felix Kailly-Merck an Richard Lindner, ja. Hatte Richard nicht gerade noch eine andere Lackierung oder bin ich jetzt doof? Habe ich da irgendwas verpasst, Chat? Nur mal so für mich? Hä? War der nicht rot oder bin ich doof? Na nö! Muss gleich mal abwarten, ob das sich gleich nochmal die Livery ändert. War doch nicht, die war doch nicht so, oder? Ja, da habe ich doch gesagt. Hier ist irgendwas im Argen. Hat hier also zu großer Kompetition irgendwie ein Problem oder was? Irgendwas haut da nicht hin oder der Server hat irgendwie was. Ich weiß es nicht. Warte mal, René Macht haben wir ja verloren, war Chat? Der 9. ist weg. René Macht ist weg. Vielleicht hat es da irgendwie was mit dem Server gemacht. Ja, jetzt müssen wir mal abwarten, was jetzt Erik da macht. Der fährt eine 35,5, 36,1 für Richard Lindner im letzten Umlauf. Also
Noch ist er nicht in der Lage. Hier verbremst er sich auch wirklich ein bisschen. Wird also auch nicht gleich ganz schneller. Felix Galemerk muss natürlich jetzt hier auf die 27, auf den Aston Martin Pilot Piet Money aufpassen. Weil der will natürlich hier vielleicht noch vorbei. 35,9 im letzten Umlauf für Piet Money. 35,8 für Felix Galemerk. Da hat er so stark angefangen, der Felix. Und jetzt ist schon wieder leider auf der 3. Und mal sehen, was Piet Money da eventuell noch machen möchte. Das ist auch die Frage. Aber im Moment fahren die drei eigentlich schön, ne? Das sieht gut aus, Chat. Ja, und Tobias Bodiglinger tut mir da ganz so ein bisschen leid da hinten. Der kommt überhaupt nicht auf Tour mit seinem Ferrari. Der ist hier heute irgendwie auf verlorener Spur sozusagen. Der Tobias. Weil er da irgendwie nicht in die Puschen kommt hier. Ah, man merkt und man hört es auch. Also ich habe es gerade in den Kopfhörern gehört hier. Da untersteuern über die Vorderräder. Da quietscht es mächtig. Also der liegt nicht so ganz schön. Aber auch das muss nicht heißen, dass er nicht noch weiter vorkommt, wenn ein Fehler da vorne passiert. Felix Galemerk jetzt wieder dran an Richard Lindner, meine Damen und Herren. Da gehen wir doch mal gucken, ob sich da wieder was anbahnt jetzt und ob wir das nicht verpassen bei Felix Galemerk. Ja, Bentley scheint jetzt wieder Mut zu fassen. Nur mal abwarten. So, das heißt, der Bentley versucht alles. Aber schafft es nicht, hier an Richard Lindner vorbeizukommen im Moment. Ah, bremst sich jetzt zwar ran, aber jetzt übertreibt das ein bisschen. Im Gegenteil, Piet Money könnte das vielleicht auch noch nutzen. Aber schönes Duell hier der drei. Macht Spaß, dazu zu gucken. Udo Nicke, müssen wir auch mal gucken. Hier, die sind auch gerade hier gegen hier hinten. 0,3 Sekunden. Jetzt wieder hinter Mika Ainonen. Also Mika Ainonen konnte da erstmal vorbeifahren. Und somit hat er sich den P7 wiedergeholt, die 76, aufgrund des Unfalles vorhin. Aber besser auf jeden Fall. So, Piet Money versucht da mit Felix Galemerk in Tuchfühlung zu gehen, aber auch Felix Galemerk versucht hier das Heck vom GTR zu schnuppern. Bloß da reicht die Kühlerschalousie nicht aus. Der GTR ist genauso breit und den kann er nicht einsaugen. Sieht auf jeden Fall gut aus, was er da treibt. Bentley, was der für einen Drehmoment hat, das merkt man hier so gerade, wenn der hier aus dem Keller kommt. Sonst sind die Plätze erstmal vergeben hier. Ja, der Felix versucht da immer so die halbe Sekunde zu halten hier, aber Piet Money auch schon 0,7 Sekunden jetzt entfernt von Felix Galemerk.
das Dreiergespann hier. Macht spannend heute. Auf jeden Fall sieht das gut aus hier. Unter den Windschatten mit. Jetzt versucht er sich mal zu zeigen hier. Alter. Uiuiuiui. Aber Außenbahn. Da ist der Richard Lindner ein bisschen hart hier. Das sagt er sich. Nö, nö. So schnell geht das nicht hier. Aber das könnte natürlich im Pete Money freuen. Vielleicht kommt er da näher ran oder schlüpft sogar durch. Das ist auch mal schon der Fall gewesen. Der GTR sah jetzt immer so ein bisschen hartlich aus hier gerade. Boah, das scheint ihn nicht zu irritieren hier. Ja, beide so ein bisschen neben der Spur gerade. Heißes Duell hier. Aber der GTR Godzilla sagt sich auch, was liegt das gleich schon lange. Obwohl der GTR wirklich immer auf der letzten Rille ist und vorm Aufbrechen ist. Ah, schöne Kampflinie hier von der 34. Ah, der Felix Kali Merkel ist aber auch hart am Nehmen hier. So, Tobias Boni Klingner sehen wir gerade in the Box. In the Box gegangen. Gleich noch 20 Minuten auf der Rennuhr. Aber ist schön. Gefällt mir die drei. Zeigen auf jeden Fall was hier, damit es nicht langweilig wird. So, der erste, der Boxenstopp bereinigt ist, ihr habt es gesehen, ist grün. Tobias Moni Klinger. Im Moment aber noch auf der achten Position, aber alle müssen ja nochmal irgendwie die Box ansteuern. Mal sehen, wann das passieren wird. Da geht jetzt erstmal, ihr seht es, Pete Money rein. Pete Money geht rein hier im Aston Martin im Giftgrün. Und das heißt also, der nächste, der die Box aufsucht. Aber die beiden Streithähne sind noch da und noch dabei. Die Frage ist nur, fahren sie die gleiche Strategie oder nicht? Zumindest für die Box. Dann wird es vielleicht sogar nochmal spannend oder auch nicht. Wir werden sehen. Ah, der Ferrari gerade hier. Mensch, tut mir ja richtig leid hier. Der Tobias da gerade noch zu sehen. Ui, Quersteher hier beim Bentley. Da konnte sich natürlich jetzt Richard Lindner so ein bisschen befreien gerade. Aber die 392 ist schon wieder giftig. Ist nämlich schon wieder dran. Also da wird er doch im Infield mehr Flügel fahren hier. Vielleicht ein Müh mehr Flügel als der GTR. Ja, das sind aber so die kleinen Feinheiten hier. Der Setups. Weil wir haben ja auch gemerkt, dass da der GTR doch recht leicht auf der Hinterachse teilweise ist. Das kann natürlich demzufolge
dass der Flügel da eventuell ein bisschen flacher gestellt ist als der von Bentley. Ja, weil so richtig rennen können die beiden sich nicht. Über den Windschatten wird was gehen, aber jetzt löst sich es erstmal selber auf. Nämlich, ihr seht es, da geht der Richard Lindner rein in die Box und übernimmt jetzt Felix Kalimerk erstmal die zweite Position. Und der GTR geht jetzt erstmal Richtung Box und macht seinen Boxenstopp. Klar, auf jeden Fall. So, Mika Heinonen kommt ja auch rein. Sieht so aus, jawohl. Geht jetzt auch in die Box. Vorsichtig hier, schön abbremsen. Ja, immer den Pit-Limiter beachten. Und somit geht es jetzt natürlich für Udo Nickel, glaube ich, da erstmal vorbei. Der ist da gerade vorbeigehuscht, glaube ich. Genau, so ist es, die MAM hier. Der Udo Nickel mit dem MAM Lexus. Ja, ist doch für ihn auch mal schön. P3, meine Damen und Herren. P3, uiuiui, wir sagen. Ich? Sie? Nein, doch. Oh. Guck an, wir gucken, wir glucksen. Wir sehen die 35 Udo Nickel auf P3. Bisschen Streamzeit gönnen. Wir gönnen. Genau, wir gönnen. So, vorne seht's 35450 im Moment schnellste Rennrunde für Erik. War auch noch nicht Boxenstopp. Ja, aber ihr seht es, Mika Heinonen jetzt auch. Also alles, was ab 4 jetzt unterwegs ist, ist durch die Box. Und das heißt, Udo Nickel, Merck, Felix und dann haben wir hier Erik. Jetzt geht Felix rein im Bentley, sucht jetzt auch die Box auf. Das heißt also, jetzt dann nur noch Udo Nickel und Erik hier, sage ich mal, noch nicht in der Box gewesen. Aber der Bentley ist jetzt rein. Somit für ihn jetzt der Boxenstopp. Wo ist denn jetzt unser Udo Nickel? Der geht jetzt auch rein. Also noch ein Platz nach vorne springt er jetzt nicht. Boah, ganz gefährliche Sache hier. Aber bloß keine Zeit verlieren. Da ist er doch noch ein bisschen angeeckt. Hat fast so ausgesehen. Aber auch Udo Nickel jetzt in der Box. Felix Kalimerk in der Box. Erik ist unterwegs. Die 387. Ja, ist noch nicht in der Box gewesen. Wird wahrscheinlich wieder so ganz komisch. Kurz vor Ende Schluss. Dann geht das los hier. Udo Nickel. Was ist mit Udo Nickel? Der steht in der Box. Warum wird er mir gelb angezeigt? Das verstehe ich wohl nicht. Gut, alles klar. Aber Erik weiterhin unterwegs. Speed Money. Was macht er jetzt hier? Richard Lindner jetzt wieder vorbei. Das heißt also P3 im Moment. Aber Felix Kalimerk hat es über den Boxenstopp geschafft, erstmal sich die Position 2 zu erkämpfen. Weil er war ja schon mal Position 2. Jetzt ist natürlich die Sache, wie schnell wird jetzt die 34 die Reifen ans Arbeiten bekommen, dass er da eventuell mit rein kann. Udo Nickel steht noch. Mal sehen, was da noch so geht. Richard Lindner, also jetzt versucht er da, den Felix Kalimerk sich wieder zurechtzulegen. Machen wir doch mal ein bisschen mit hier. B2 und 3. Wer wird's richten? Gleich noch eine Viertelstunde Rennzeit übrig. Da muss er aufpassen, der Felix, dass er da wirklich noch die Kampflinie halten kann. Weil sonst kommt ein Richard Lindner mit dem GTR Godzilla und sagt sich, jawohl, ich brüll mal kurz und bin vorbei. Schatten will das wissen. Oh, voll in den Dreck rein hier. Oh, Alter. Naja. Oh, Felix hier. Also der Bentley, da ist natürlich ein bisschen mehr Gewicht da, wa? Aber reicht noch. Ja, das ist der Flügel hier im Infield. Der hat dann mehr Dampf hier auf der Kette, der Felix. Keine Merk, als der GTR, glaube ich, hier. Da muss er immer so ein bisschen vorsichtig agieren. Die 34. Ja,
obwohl man, wie gesagt, sieht hier am Kurvenausgang, da kommt er dann immer rangeschossen, der 34er GTR. Aber der Bentley macht es im Moment gut, der Felix Kalimerk. Ja, und Tobias Boni-Klingler ist auch wieder da und sagt sich, Hallöchen, ihr zwei, ich gucke mal dann vorbei. Aber noch keine Gefahr droht, sondern müssen wir abwarten, wie die beiden hier vorne miteinander fighten. Beide sind jetzt so ein bisschen verbremst, so nach dem Motto. Da hat er wahrscheinlich nicht mit gerechnet, der GTR-Pilot, dass da der Bentley so in die Eisen steigt gerade. Da hat er zu tun gehabt, da die Bremse selber auf Temperatur zu bringen. Aber noch ist hier keineswegs die Luft raus hier aus dem Duell P2 und 3. Da kommt der Angriff jetzt, da hat das vertan, der 392er Bentley. Nein, doch nicht, der GTR hat dasselbige. Und guckt euch das an, Pete Money, der kriegt ja gleich aber so, hallo, sagt er sich jetzt hier, was soll das denn? Nicht du mit deinem Essen, nach dem Motto, sorry, die beiden jetzt aber, da war er frecher, hat er gesagt. Der Ria Linder, ey, du wirst doch auch nicht so frech sein. Jawohl, schön, schönes Ding hier. Leichter Kontakt ist ja schick, solange alles fair bleibt, wunderbar. Sehr schön anzusehen gewesen hier. Na, da hat das aber auch wirklich gerade zu retten können. Pete Money hat ja auch gesagt hier, jawohl, ey, komm doch mal um die Ecke hier. Finde ich gut. Sehr schön. Der ist auch frech, ist aber gut so. Frech kommt weiter. Ja, und jetzt hat natürlich der Vorteil, liegt bei Felix Kalimerk. Der kann erstmal wegfahren, weil jetzt natürlich Richard Lindner mit Pete Money hier im Moment noch relativ zu kämpfen hat und die 34 also jetzt nicht in der Lage ist, da vorne den Felix Kalimerk eventuell zu folgen. Ja, wir sehen es auch an den Zeiten. Richard Lindner eine 36.0, Felix Kalimerk eine 35.8. Also da kann er auf jeden Fall erstmal Boden gut machen. Das schmeckt den 34er GTR-Piloten bestimmt nicht. Aber jetzt kann er wieder ein bisschen Luft bekommen. Ja, Windschatten wird nicht reichen hier für Pete Money, für den Aston Martin. Da wird er nicht näher rankommen. Vielleicht schon, aber er wird jetzt erstmal nicht gefährlich werden können. Ja, und da schleicht sich ein Tobias Boni-Klingler so ein bisschen gerade hinten an. Ein wenig kommt er da jetzt so langsam in Fahrt, eventuell. Na, jetzt sieht es wieder ein bisschen danach aus, dass sich der Richard Lindner da etwas Luft verschaffen kann hier. 0,7 Sekunden, jetzt ist eine Sekunde. Udo Nickel in der Box weiterhin, da weiß ich nicht, was da los ist bei Udo. Aber hier ist es jetzt natürlich ein Duell zwischen P3 und 4. Jetzt scheint das mal wieder so ein bisschen ruhiger zu werden. Ja, aber was mit Udo jetzt, weiß ich nicht. Der steht da. Und kommt da auch nicht mehr aus der Box. Vielleicht hat die Technik rumgesponnen. Man weiß es ja nicht.
jetzt tut sich das wieder ein bisschen relativieren. Erik immer noch einsam am Bahnziel. Das heißt also, jetzt heißt es für ihn, die 10 Minuten noch durchhalten. Und dann kann er sich das Ding hier heute wieder auf die Fahne steigen. Da kommt erstmal eine ganze Zeit lang nichts, nämlich 12,7 Sekunden lang hinter ihm. Da ist Felix Galimerk dann doch nicht in der Lage, es sei denn, der kann doch Nachbrenner zünden. Aber das glaube ich wohl weniger. Aber er hat sich erstmal die Luft zu Richard Lindner verschafft. Das hätte sonst nochmal eventuell ein Problem geben können. Erik jetzt eine neue schnellste Runde. 1:35.245. Gerade gefahren. Ja, aber das scheint sich jetzt einzupegeln, glaube ich, hier. Was macht denn der Mika Heinonen hier hinten? Ja, die Straube vor ihm. Aber die sind sehr weit auseinander. Auch wenn sie hintereinander sind, ihr seht es ja. Oder was sagt denn die Zeit hier? Ne, 1,7 Sekunden. Denn die Straube zu Tobias Bodendinger sind 20 Sekunden. Das fährt der Mika Heinonen für eine Zeit. 35,7. Die Straube 37,6. Na, da könnte doch eventuell zum Ende des Rennens vielleicht noch mal so ein kleines Techtelmechtel entstehen. Zwischen dem Lexus und dem AMG könnte sein. Natürlich hat er jetzt schon ein bisschen mehr zu kämpfen, weil die Lexus-Karosse sicherlich schon irgendwo da doch einen mächtigen Schaden hat durch den Einschlag am Anfang des Rennens. So, Erik haut noch einen raus und da ist sie gefallen, meine Damen und Herren, da ist sie gefallen. Und was machen wir dann? Da den hier. Da ist sie gefallen, 34,9, meine Damen und Herren, also... Er hat es tatsächlich im Rennen geschafft, hier die 34er Zeit zu fahren, 34 hoch. Also kein anderer hat es bisher geschafft, da irgendwie hinzukommen. Er war ja immer kurz davor und am Anfang des Rennens, oder habe ich es noch im Quali gesagt, auf jeden Fall habe ich es gesagt heute schon, die 34er Zeit, da ist er. Und er hat es geschafft, er hat sie geknackt und dafür gibt es heute den Heldengruß für die 387 in Erik. So, oh, da kriegt man noch mal eine Replay. Da gab es ein Problem. Die 10 hatte da ein Problem, nämlich hier Danny Straube. Danny Straube. So, hier müsste sich das gleich anbahnen. Ja, da kommt er raus, da dreht er sich ein, hat da ein bisschen das Heck verloren und dann geht natürlich dann Michael Hund dankend vorbei und da haut ihn da nochmal das Heck hoch. Mann, das hat gar nicht so ausgesehen, dass das so ein Buckel war da. Wahnsinn. Hat er aber gut gelöst, gut gefangen hier. Muss man nahtlos sagen. Danny Straube auch eher hier das Fahrzeug da noch zu halten. Respekt und Anerkennung. Auf jeden Fall war das nicht einfach. Piet Money 0,3 Sekunden gerade am GTR von Richard Lindner dran. Ja, auch der Piet Money ist in der Lage, da vorne mitzufighten. Das wissen wir ja nun schon aus den vergangenen Rennen. Also das ist auch nicht ohne, da den Piet Money hinter sich zu haben. Aber Richard Lindner natürlich, ja... Er hat natürlich dann eigentlich noch ein bisschen mehr auf die Kette. Aber im Moment scheint da der Aston Martin immer besser zu werden. Da steckert da richtig die 27. Da steckert da der Herr. Da guckt er da an.
Der Warpeed Molly, der stinkert. Sehr schön. Aber jetzt. Oh, jetzt erstmal vorbei. Richard Lindner musste sich erstmal geschlagen geben. Und das Ganze noch 6 Minuten Rennzeit. Kommt da ein Richard Lindner nochmal zurück. Da ist er hart ins Gericht gegangen mit seinem GTR gerade über den Körper. Ja, und Felix Kadimerk, der hat jetzt erstmal durchgepustet. So. 4,2 Sekunden vorne auf P2. Ja, kommt da noch was über den Windschatten hier bei Richard Lindner. Ah, ist gerade ein bisschen kurz, wa? Mist, dass die immer so kurz sein muss, ne? Ja, und im Infield sieht das da auch so aus. Wir warten mal, wir gucken mal, ob der Aston Martin da besser zurechtkommt als der GTR. So, jetzt kommt er eigentlich wieder ran, ne? Ach René, der tut mir leid. Der tut mir leid. Ja, die Hardware ist immer so ein Problemkind. Ja, kann ich verstehen. Schade. Das ist schade. Kopf hoch, Kopf hoch. Ja, das ist natürlich immer nicht ohne. Die ganze Hardware, die man so im Simulationsrennsport braucht. Und man will ja natürlich dann irgendwann auch das Equipment verbessern. Ja, das ist halt auch eine sehr, sehr kostspielige Sache, ne, mittlerweile. Es war jetzt kein reeller Rennsport, da kostet es noch mehr, aber wenn man dann irgendwann an einem Punkt dran ist, wo man also fahrerisch sagt, also ich bin gut unterwegs, dann will man natürlich auch das Equipment dazu haben. Und wenn das dann natürlich nicht so ganz will, ist das immer schwierig. Ich kenne diese Problematik. So, jetzt ist der GTR wieder dran an Piet Monet. Ja, René, Mensch, schade, weil im Rennen bist du stark. Bist du wirklich stark unterwegs immer. Vielleicht hast du ja mal die Möglichkeit da zu gucken, warum das so ist. Oder vielleicht solltest du, wenn es dann mal möglich ist, das ist ja also kostspielig, vielleicht nochmal umsteigen. Ich weiß nicht, was da die beste Lösung ist, wenn das sich jetzt häuft, diese Problematik. Vielleicht gibt es ja da irgendein Update, dass es dann nicht mehr ist. Und dann reden hier. Oh, der GTR übertreibt es maßlos. Das kann doch nicht wahr sein. Richard, das kenne ich von dir nicht. Was ist da los? Und der sagt sich Tobias Bodiklinger. Na, Hallöchen. Hallo. Ich bin Ferrari-Pilot. Lässt mich rum. Ja, aber wahrscheinlich wird das nicht. Aber er hat natürlich jetzt einen Schaden. Der GTR. Jetzt ist es natürlich für die 75 möglich, da eventuell noch P4 nach Hause zu fahren. Aber 2 Minuten 40 ist natürlich erstmal noch zu fahren. Und ein Richard Lindner weiß da schon, wie man da auf der Kampfspur bleibt. Um da ja nicht noch den Platz hergeben zu müssen. Aber die 75 macht es möglich. Piet Monet jetzt natürlich enteilt. Auf Position 3 jetzt. Aber noch sieht es so aus, ob der GTR da noch mal die Flucht kriegt. Ja, der Ferrari läuft überhaupt nicht. Also, das will ja nicht. Also, der Ferrari will nicht. Das ist ihm wahrscheinlich nicht gut genug hier. Aber noch ist das Rennen nicht vorbei. Gleich wird es losgehen für die 387. Wollen wir mal gucken. 1 Minute 40 haben wir noch. Die 387. Der Erik. Noch ist er nicht über Start und Ziel. Aber ich glaube, wir werden noch eine Runde erleben dürfen. Gehen wir mal felsenfest von aus.
Aber trotzdem kämpfen sie beide schön. So. Die 387 jetzt in der letzten Runde. Wir schalten natürlich dann, sobald es soweit ist, rüber. Aber im Moment könnte es vielleicht eventuell doch noch mal hier was werden, aber wir wünschen uns es zwar. Aber ob das so passiert, das ist die Frage, weil ihr seht, der Ferrari hat hier mächtig Probleme. Also so richtig will der nicht. Der will irgendwie gar nicht. Ja, der Tobias Bundi-Klingner ist da mit seinem Ferrari wirklich am Kämpfen. Mal achten wir mal ein bisschen hier auf die Lenkarbeit. Ja, der schiebt da richtig über die Vorderräder teilweise. So, wo ist die 387? Wir schalten gleich live rüber. So, die letzten Meter habe ich sozusagen. Wir springen zu Erik. Ja, am G-Pilot. Jetzt die letzten Meter für den Erik. Hier schnellste Rennrunde und Erstplatzierter natürlich hier. Wie soll es wieder anders sein? Die 387 jetzt gleich auf den letzten Metern unterwegs und beendet das Rennen wieder. Ja, Start- und Zielsieg würde ich mal behaupten. Kurzzeitig war mal der Felix gleich auf, aber jetzt kommt er. Herzlichen Glückwunsch. Über Start und Ziel. Der Erik also P1 für ihn hier. Und wir haben Felix Kalimerk die letzten Meter hier für ihn auf Position 2. Meine Damen und Herren, kommt der Bentley-Pilot, die 392 jetzt auf die Start- und Zielgeraden. Glückwunsch hier an Felix Kalimerk hier im Bentley auf der 2. Auf der dritten Position kommt Pete Money durch, hat gekämpft wie ein Stier. Aber ein Aston Martin Pilot natürlich hier auf der 3. Auf der vierten Position Richard Lindner, Tobias Bundi-Klingner da noch fast dran gekommen. Aber auch was möglich war mit dem Ferrari gefahren. Jetzt kommt die 76 noch. Mika Heinonen die letzten Meter auf P6 geht er jetzt gleich über Start und Ziel. Und das heißt also auch er kommt hier nach Hause sozusagen. Da ist er rüber. Und dann fehlt uns noch Danny Straube im AMG, Position 10. Udo Nickel ja, wie gesagt, in der Box. Und René macht leider durch technischen Ausfall nicht mehr dabei. So, das heißt also, wir sind durch, meine Damen und Herren. Wir haben es wieder mal geschafft. Das vorletzte Rennen bei der MRM, das vorletzte Rennen hier für mich als Broadcaster. Na, wir springen mal, würde ich sagen, nochmal schnell in die Sabbelecke. Ja, meine Damen und Herren, yo, 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 ich zeige mich nochmal kurz, habe ich vorhin ganz vergessen. Halt. So, da ist er nochmal und es heißt, wir sind durch. Wir haben es geschafft, wir sind für heute fertig. Ja, war VIP, MRM, ich weiß nicht warum, aber wir gucken mal. Vielleicht wird das letzte Rennen dann der Oberhammer für den Krabbel, wenn er dann den letzten Stream anschmeißt hier für die MRM. Ich bedanke mich bei euch, vielen Dank, dass ihr da wart, vielen Dank fürs Reitschnuppien. Ich spiele es nachher nochmal, wie gesagt, wieder rüber auf YouTube, da ist es da auch verfügbar. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend, eine schöne Woche. Es soll ja schön warm werden, zumindest hier bei uns auf jeden Fall. Und das heißt ja, bei den anderen kann es ja auch mal mit Gewitter und so. Ist auch nicht schön. Aber ich wünsche euch was. Haltet die Ohren steif. Wir sehen uns dann demnächst wieder. Ja, in 2 Wochen denn, wa? Müsste das dann sein? Okay, dann geht's weiter. Und bis dahin sagt der Krabbel tschüss. Bye bye, macht es gut, wir hören voneinander und bleibt sauber und gesund. Bis denne, macht es gut, tschö tschö mit Öl.